unser Maddox, Maddox Blue Eyes. Leider ist der Maddox schon ein komplettes Jahr bei uns im Tierheim. Wir hätten es bei Ankunft niemals geglaubt, dass es so wenig Anfragen für ihn gibt. Noch dazu, ja, es gab wohl 2-3 Anfragen für ihn, aber so ganz passend waren sie halt nicht, ne? Man muss halt wissen, ne, was man mit so einem Nordischen an der Leine hat, was der so für Ansprüche, Bedürfnisse hat und vor allen Dingen, ja, er riecht jetzt hier ganz interessiert. Genau, also es ist halt so ein bisschen ein Thema von ihm, Hundebegegnungen, speziell mit Rüden. Es ist halt auch hier im Tierheim so, die meisten Hunde sind Rüden. Jede Hundebegegnung, ne, da bauscht sich das Meer auf. Man kennt das vielleicht von der eigenen Straße mit dem eigenen Hund, wenn der Erzfeind immer zum größeren Feind wird. Ja, manches Mal hätte man es vielleicht aus der Welt schaffen können, wären die Jungs einfach mal zusammen Bier trinken gegangen. Ne? Ja. Aber er ist halt mit manchem Rüden auch einfach nicht sonderlich gut Freund, man muss es so sagen. Hündinnen, das passt meist ganz gut. Er hat halt, sagen wir mal, hier vor Tierheimzeit vermutlich nicht viele Erfahrungen gesammelt. Er war öfters mal von zu Hause ausgebüxt, war alleine unterwegs, weshalb es auch unabdingbar ist, dass das Grundstück gut eingezäunt ist, dass er da nicht irgendwo drüber geht und allein auf Streife geht. Man muss so ein bisschen an der Bindung mit ihm arbeiten, an der Orientierung am Menschen. Allerdings hat er bei uns schon unter Beweis gestellt, ja, es regnet, das mag er jetzt gar nicht so. Eben ist er noch ganz lustig hier seine Runden gerannt. Und ja, also Maddox, ein Nordischer, zeig mal deine Augen, ein Nordischer, der keinen Regen mag, sehr gerne schnüffelt. Ja, also er wird jetzt tatsächlich auch kastriert, was bei uns nicht immer gemacht wird, wirklich nur im Einzelfall. Und bei Maddox sind wir uns sicher, dass das keine schlechte Entscheidung ist.